Der Neurologe und Musikwissenschaftler Dr. Tom Fritz vom Leipziger Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften ist überzeugt, die besten körperlichen Leistungen erzielt man, wenn man beim Sport selbst musiziert. Dafür hat er eigens Kraftsportgeräte zu Musikinstrumenten umfunktioniert. Der Forscher lässt durchschnittlich sportliche Probanden zunächst mit leiser Musikberieselung 10 Minuten lang trainieren. Dabei beobachtet er die Bewegungsmuster der Testpersonen und hält deren subjektiv empfundene Anstrengung fest. Die Bewegungen bleiben monoton und werden immer langsamer. Gleichzeitig kommt das Training im Zeitverlauf den Testpersonen zunehmend belastend vor. Die körperliche Leistung nimmt Minute für Minute ab. Die Motivation sinkt nach 10 Minuten auf den Nullpunkt. Dann verbindet der Wissenschaftler die Geräte mit einem digitalen Musikprogramm. Jetzt erzeugt jedes Gerät eigene Rhythmen. Kleine Bewegungen bewirken einen schnelleren Takt, große verlangsamen den Rhythmus. So können die Testpersonen mit den Kraftgeräten wie in einer Band zusammenspielen. Das hat Auswirkungen auf die Bewegungsmuster. Die Probanden trainieren nun nicht mehr gleichbleibend monoton, sondern verändern den Körpereinsatz in Abstimmung mit den Rhythmen der Mitspieler. Durch das Musizieren mit den Geräten hebt sich bei den Probanden die Laune und sie sind länger motiviert. Sie haben auch nach 10 Minuten intensivem Training noch nicht das Gefühl, sich anzustrengen. Das ist auf einen psychologischen Effekt zurückzuführen. Musizieren versetzt Menschen in einen euphorischen Zustand. Der überlagert das Gefühl der körperlichen Verausgabung. Der Sauerstoffverbrauch war in jedem Durchgang gleich hoch. Obwohl die Probanden genauso viel Muskelkraft aufgewendet haben, fühlten sie sich diesmal nicht ausgelaugt. Paul Biedermann geht in Führung. Die deutsche Schwimmerstaffel um Heavy-Metal-Fan Paul Biedermann holte sich bei der Europameisterschaft 2014 in Berlin Gold. Welchen Anteil Musik an dem Erfolg hatte, ist ungewiss. Vielleicht aber treibt sie Sportler dazu an, nicht nur an ihre Grenzen zu gehen, sondern darüber hinaus.